Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan. Ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Du siehst es schon, es ist bald Silvester und ich habe hier ein paar Wunderkerzen mit dabei. Das, was eigentlich jeder zu Silvester da hat. Und ich dachte mir, dass wir heute mal so ein bisschen kreative Fotografie machen. Ich dir so ein bisschen Inspiration gebe, was du am Jahreswechsel so ein bisschen fotografieren kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Video. Wir wollen heute Light Paintings erstellen mit diesen Wunderkerzen. Das bedeutet, wir haben eine relativ lange Verschlusszeit und dann male ich einfach mal so ein bisschen was in die Luft und das Ganze sieht am Ende so aus, als wäre es richtig schön in die Luft geschrieben, wie so eine Art Feuerschrift. Das sieht richtig cool aus und ich möchte dir jetzt als erstes mal sagen, was man dafür an Kameraeinstellungen nutzen sollte. Als erstes mal solltest du die Kamera auf jeden Fall auf ein Stativ packen, denn wenn wir mit längeren Verschlusszeiten arbeiten, dann kann man das in der Hand nicht mehr machen, dann verwackelt die Kamera und dann sind die Fotos unscharf. Von daher Kamera auf ein Stativ packen und dann von den Verschlusszeiten her gehe ich immer so zwischen 10 und 15 Sekunden, je nachdem, wie lange auch diese Wunderkerze brennt. Also die brennt meistens so ungefähr eine halbe Minute, würde ich jetzt mal schätzen. Wir haben also auch ein bisschen länger dafür Zeit, aber ich denke 10 bis 15 Sekunden reichen aus, um so eine einfache Schrift mal in die Luft zu zeichnen. Was man dann am Ende dahin schreibt, das bleibt natürlich ganz dir überlassen. Wie gesagt, lange Verschlusszeit. Deswegen werde ich die Blende relativ weit schließen. Das bedeutet eine hohe Blendenzahl. Also alles, was Blende 16, Blende 20, Blende 22 so betrifft, das sind dann die richtigen Einstellungen. ISO lasse ich auch ganz unten auf ISO 100 und dann sollten wir ein ganz cooles Ergebnis bekommen. Jetzt im Moment ist es gerade dämmerig. Das heißt, die Sonne ist gerade untergegangen, irgendwo hinter den Wolken. Also wir hatten gar keinen Sonnenuntergang. Aber es wird so langsam dunkel. Ich denke mal, dass wir noch ein bisschen warten müssen, bis wir wirklich ein gutes Ergebnis hinbekommen, weil es im Moment einfach noch zu hell ist. Aber in der Silvesternacht, da ist es natürlich dann schon extrem dunkel, von daher solltest du da überhaupt keine Probleme haben. Du solltest aber auf jeden Fall darauf achten, dass du dich nicht direkt unter eine Straßenlaterne stellst, da da gewisse Lensflares natürlich schon entstehen könnten. Also da solltest du einfach ein bisschen drauf achten. Was jetzt noch ganz wichtig für mich persönlich ist, sind dunkle Klamotten. Denn wenn ich länger belichte, dann möchte ich natürlich auch selber nicht auf diesem Foto drauf sein. Durch so eine längere Verschlusszeit, wenn ich mich dann selber in dem Foto bewege, bin ich schon relativ gut aus dem Foto raus. Das bedeutet, die Kamera nimmt mich dann nicht mehr wirklich mit auf. Aber wenn es dunkel ist, haben wir natürlich noch bessere Ergebnisse. Wenn ich selber auch dunkle Klamotten anhabe, dann sieht man mich noch weniger auf diesem Foto. Worauf du jetzt natürlich achten solltest, wenn du jetzt gleich hier was schreibst, dass du spiegelverkehrt schreiben musst. Das heißt, wenn ich jetzt 2018 hier schreibe, das ist jetzt meine 2, die wird jetzt bei dir spiegelverkehrt angezeigt. Das bedeutet, achte auf jeden Fall darauf, ich müsste jetzt so die 2 schreiben. Wie du vielleicht auch schon mitbekommen hast, trage ich auch noch schwarze Handschuhe. Das hat zum einen den Vorteil, dass meine Hände warm bleiben. Zum anderen, wenn ich mehrere Buchstaben oder Zahlen schreibe, wie zum Beispiel 2018, müsste ich ja zwischendurch eigentlich mal absetzen. Das heißt, ich habe, wenn ich jetzt einfach hier so weitermale, dann eine durchgehende Verbindung zwischen den einzelnen Zahlen. Und das möchte ich eigentlich nicht. Von daher halte ich dann einfach meine Hand mal so komplett über die Wunderkerze drüber und einfach aus Sicherheitsvorkehrungen trage ich dafür noch einen Handschuh, geht natürlich auch ohne, aber wie gesagt, Sicherheit geht immer vor. So, jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, um ein cooles Foto zu schießen. Und das bedeutet jetzt für mich, dass wir die Kamera auf ein Stativ stellen und kurz noch warten, bis es ein bisschen dunkler ist und dann geht's los. Stelle deinen Fokus von Auto auf manuell, damit du beim Auslösen der Kamera deinen Fokus nicht mehr verschiebst. Dann fokussiere ich manuell so, dass ich ungefähr einen Meter vor der Kamera einen scharfen Bereich habe, wo ich mich hinstelle. Außerdem muss natürlich der Kameramodus, wenn ich alle drei Variablen eigenständig einstellen will, auf manuell stehen.
Jetzt habe ich noch einen kleinen Extra-Tipp für dich in Photoshop. Wenn du nämlich dieses Foto mit diesem Lightpainting in ein anderes Foto einfügen möchtest, wie zum Beispiel jetzt hier in diesem Berlin-Foto, dann kannst du das ganz einfach machen, indem ich jetzt hier einfach dieses Bild mal kopiere, indem ich alles auswähle, das Ganze kopiere mit Command und C und dann in dem anderen Bild mit Command und V wieder einfüge. Dann muss ich das Ganze natürlich von der Größe noch ein bisschen anpassen. Ich zoome dafür einfach mal hier so ein bisschen aus dem Bild raus. Werde jetzt hier die Größe anpassen, dass das hier ungefähr so passt, wie ich das haben möchte. Also die 2018 soll hier in dem Himmel erscheinen. Deswegen mache ich das Ganze hier noch so ein bisschen kleiner. So ungefähr sieht das gut aus. Im nächsten Schritt muss ich dafür sorgen, dass das restliche Foto hier komplett dunkel ist. Das mache ich ganz einfach, indem ich jetzt hier die Ebene mit der 2018 anwähle. Dann gehe ich auf Filter und sage jetzt hier einfach mal Camera Raw Filter. Und dann kann ich, genau wie in Lightroom auch, das Ganze hier nochmal so einstellen, wie ich möchte. Ich werde jetzt hier also die Schwarzwerte mal komplett runterdrehen und dann siehst du schon, dass eigentlich nicht mehr viel übrig ist. Man sieht noch ein ganz bisschen Himmel. Das kann ich korrigieren hier mit der Belichtung, wenn ich die runterstelle. Dann haben wir das Ganze hier schön mit einem ganzen Schwarz drin. Ich kann die Zahlen hier noch ein bisschen mehr betonen, indem ich die Lichter hier einfach mal ein bisschen nach oben drehe. Ja, dann kommt wieder so ein bisschen Himmel durch. Das muss man jetzt einfach so ein bisschen balancieren hier, wie das dann am Ende gut aussieht. Aber ich denke mal, so haben wir hier schon ein ganz gutes Ergebnis. Dann bestätige ich das Ganze mit einem Klick auf OK. Jetzt haben wir das Ganze hier so und jetzt muss ich einfach nur noch den Ebenenfüllmodus von normal auf negativ multiplizieren stellen und dann haben wir hier schön die 2018 drin. Das Ganze kann man jetzt noch ein bisschen mehr betonen, indem ich jetzt hier zum Beispiel eine Gradationskurve mit reinpacke in den Korrekturen und dann hier eine Schnittmaske anlege. Das ist dieser kleine Button hier unten links in der Palette und das bedeutet, dass ich wirklich jetzt alles, was ich hier in dieser Gradationskurve mache, nur auf die darunterliegende Ebene, also auf die 2018, anwende. Und dann kann ich jetzt hier das Ganze noch mal ein bisschen aufhellen. Das war's mit dem Video zum Thema Silvester Special Light Paintings mit Wunderkerzen. Ich hoffe, du hattest eine ganze Menge Spaß, konntest vielleicht auch ein bisschen was lernen, hast dich vielleicht auch ein bisschen inspirieren lassen und machst vielleicht dann an dem Silvesterabend selber solche Fotos. Ich würde mich natürlich sehr freuen, ich würde mich noch mehr freuen, wenn du vielleicht in die Facebook-Gruppe, die ich selber erstellt habe, mit reinkommst und da einfach ein paar Ergebnisse postest. Das würde mich umso mehr freuen, denn einfach mal ein paar Ergebnisse sehen, die ihr als Zuschauer erstellt habt durch meine Tutorials. Ansonsten bleibt mir jetzt nicht mehr viel zu sagen als einen guten Rutsch ins Jahr 2018 und dass alle deine Wünsche und Träume in Erfüllung gehen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten und bis zum nächsten Mal.